Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Path of Exile. Es geht in der Abyss League jetzt weiter im 7. Akt. Und ja, die Abyss League dauert jetzt nur noch einen Monat und ich hoffe mal, dass ich genug Zeit finde oder mir Zeit nehmen werde, dass ich tatsächlich mal die letzten Akte noch durchspiele, sodass ich mal die Gesamtgeschichte, die mit dem letzten großen Update schon veröffentlicht wurde, kennenlerne, bevor dann im März bereits das nächste Update kommt. Auf erstmal in die Gespräche und herausbekommen, wie die jetzt eigentlich hier zu der Brücke gekommen sind, weil eigentlich war hier ja der dritte von den Banditenbossen, die im ersten Teil dort rumgegeistert sind. Now, Inquisitor Maligaro, we must have a soul. He has most certainly returned to his old haunt, yet his manifestations are like wisps on the wind. There one moment, gone the next. While I am familiar with the phantasmal trails and tributaries that filigree this reality, Maligaro's exact whereabouts saludes me. Okay, das heißt, Inquisitor Maligaro steckt also irgendwo und er weiß leider noch nicht, wo genau. Genau, das war der Gischtkönig, den ich ja im letzten Teil dann besiegt habe. Und jetzt kann ich mir noch überlegen, welchen von den Nebengöttern ich erstmal aktiv lasse. Ja, ich werde erstmal das mit den Fläschchenaufladungen lassen, weil die Lebensaufladung werde ich doch ziemlich oft benutzen oder benötigen und wahrscheinlich zu Zeiten, wo ich nicht in der Lage bin, die ohne weiteres wieder aufzufüllen. Genau, und William Roth hat mich beim letzten Mal ja nun hier zur Brücke gebracht, womit eben jetzt hier der Akt 7 letztlich an einer Stelle beginnt, wo eigentlich bei dem anderen schon das Ende gewesen ist. Das war ja dann hier in Akt 2, das heißt eigentlich die zerstörte Brücke ist ziemlich am Äußeren gewesen, wo der zweite Akt gespielt hat. Und jetzt spielt der zweite Akt sozusagen gerade hier am Anfang. Aber mal sehen, wie weit es dann jetzt eher hier runter geht. Weil im ersten Akt, oder beziehungsweise im sechsten Akt, bin ich ja jetzt hier hinten rumgekommen und bin dann hier in den Südwald wieder nach unten. Das heißt, diese ganzen Gebiete sind auf jeden Fall jetzt noch offen. Was ja auch dem Bereich hier oben entspricht. Was jetzt diese Landkarte hier wieder für größer darstellt. So, von den Aufgaben habe ich jetzt eben schon einmal, dass ich den Maligaro finden soll. Und das silberne Medaillon. Darum hat mich William Roth schon gebeten. Und ich werde jetzt auch gleich mal nochmal probieren, ob ich in dem Labyrinth jetzt mal noch meine ersten Punkte holen kann. Damit ich mich da spezialisieren kann. There was a time before the beast, bathed in the shadows of lost memory. When men and women like you could ascend. Through rareness of quality and the adoration of their people, these few could reach out into the quickening mists of immortality and grasp the power of godhood. Mind you, transcendence is never easy. Like the pains of childbirth, it reeks of agony, tragedy, and sacrifice. The sacrifice most often being of one's humanity. That is simply the way of it. Those of us who seek the immortal throne live long enough to see ourselves become truly monstrous. Ah, yes. You do seem to have a penchant for presenting yourself when times are at their most perplexing. It would seem that our Almighty has forsaken us. False deities from ages past now rise and ravage while our blessed innocence remains as silent as the stones at my feet. So much for Templar propaganda, eh? Well, I suppose if we are to fend for ourselves, then I should answer your troubling arrival with our own most pressing tribulation. The relic that washed ashore and started all the chaos. It was covered in ancient Vaal inscriptions. The symbols were much weathered, making them challenging to translate. Yet I did my best. The inscriptions spoke of the god Ralakesh. If this object somehow housed the spirit of that many-faced monstrosity, then I fear we are all in danger. Ralakesh was renowned for his penchant for subjugation and control. Please, I urge you to destroy this god before his strength and dominance grow insurmountable. Our poor friend, Grust, has likely become Ralakesh's avatar in this world. At least his recent behavior would indicate as much.
If you could see to Grust's passing, Rullikesh will be forced to retreat into the relic. Destroy the relic, and perhaps you will also destroy the god. Ausgerechnet der unsympathische Geist ist derjenige, den ich dann besiegen soll. Na prima. You arrive. The great spirit spoke in my dreams, told me that darkness would again drown our lands. And you, exile, would walk before the flood. But what is this? You are not alone. A shade, a memory, older even than... No, older than spirit? Fear grips my throat. I shake, but the spirit drapes a warming cloak upon my shoulders. This ancient ghost that follows you, it has the trust of the spirit. And if the spirit trusts, then I trust. My heart weeps for our old home, but what the spirit gives, we must embrace. The spirit, it claims who it needs to, when it needs to. There is no sense in sadness. I'm afraid that the Inquisitor's spirit has indeed returned to the Chamber of Sins. Yet while you won't encounter Melagaro by wandering his halls, I do perhaps know how you can find him. Whilst investigating the Fell Shrine, I learned of the existence of a map, forged by Melagaro from his own viscera. This map allowed him to transfer his spirit into another form of existence, an existential safe house to which he could retreat should death ever attempt to take him. Understanding the map's purpose, Vol tried to destroy it, to no avail. So he locked it away deep within the ruins of Freesia Cathedral. Find that map and place it upon the reverie device in Melagaro's old laboratory. And when you step over that threshold, expect the very worst. Das heißt, darüber werden jetzt tatsächlich dann auch die Maps eingeführt. Das wird ja spannend. My poor Grust. A kind man. A strong man. And now... I begged him not to meddle with that relic. It washed ashore after the earthquake and Grust simply had to know whether it was a danger to us. To me. The unholy thing within that device. It possessed Grust. Turned him into a monstrosity. We fled the village, and as I turned back, I saw he was killing them. The stragglers, killing them all, even the children. My Grust is dead. That thing that has stolen his body. Please, destroy it. It started with a few mumblings in his slumber, then long forays into the wilds, searching for relics of a distinctly arachnid nature. I thought it a natural extension of Silk's eccentric persona at first. Then came the sleepless nights studying those relics, the fevered recitations in broken Valish, the strange eight-phase rituals. Then one night Silk gathered his collection and scuttled off into the darkness without a word. Let us go hunting. This time amongst the ruins of an encampment most familiar to you, once inhabited by your friends, the Asmeri. Rullikesh. He's ruthless and cruel with cunning unfathomable, yet he bears one defining weakness, a fear he forged into chains of his own keeping. His is the terror of grasping too much and having it all slip through his fingers. It makes him irrational and therefore vulnerable. Rullikesh, the illustrious master of a million faces. I call him the god of hide-and-seek, while other deities waged wars, spread their seed, and laid waste to whole empires. Rullikesh perched on his throne in a dark palace of ebony, choked with incense, blinded by obedience, and deafened by a senseless cacophony of brass gongs. Thankfully, he never had the courage to peek over the high walls he built, else the world might have been in trouble. So, also dann jetzt noch ein Versuch, durch das Labyrinth zu kommen. Ah, hier habe ich, genau, im Gefängnis habe ich schon die erste und die anderen beiden kenne ich noch nicht. Mal gucken. Slowness lends strength to one's enemies. So, eine von den drei Göttinnen, ja, hat jetzt dann keine Lebensregeneration. You were born for this. Na, immerhin. Time is not to be wasted. Eine Unheil der Ergebenen.
Der nächste Leutnant, den ihr trefft, wird sofort getötet. Okay. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich zuerst die Leutnants kille. Claim your inheritance. Bevor ich ihn erledige. Damit ich nachher die Leutnants nicht eventuell noch am Ende habe. So, der zweite Leutnant ist auch erledigt. Damit fällt er für den Endkampf aus. Und der dritte auch. Ja. So, dann sollte es ja nicht lange dauern. Genau. Okay, Schatz des Kaisers ist zumindest dann wahrscheinlich wieder einfach eine größere Truhe. Und da ist auch die silberne Tür. Oh, ein Haufen Gemmen. Und alle mit Quality. You must navigate your empire through troubled waters. Find your determination. Zumindest ist er deutlich mehr kaputt als sonst. Aber ja, damit haben sie tatsächlich die Schwierigkeit deutlich gesenkt. Was die erste Stufe der Labyrinthe angeht. So, das heißt, als Ziel wäre auf jeden Fall erstmal hier bei der Hexe weiterzumachen und eigentlich will ich die Okkultistin. Genau, renegiert 1% des Energieschildes pro Sekunde. Und Chaos Widerstand. So, also jetzt auf den 7. Akt zu erkunden. Das heißt, die Parasiten sind hier auch noch umtriebig, obwohl ich den Gott dafür ja schon längst besiegt habe. Was hat denn von dem Besitz ergriffen? Auf jeden Fall dürfte das auch wieder einer der zerstörten alten Wegpunkte sein, die ja vorher eigentlich am Wegrand lagen. Weil noch nicht ganz klar ist, warum die eigentlich zerstört wurden und warum dafür andere aktiv sind. Hier gibt es was für mich. Eine verschmutzte Schatulle. Ah, das ist das Silbermedaillon bereits. Das war ja nicht schwierig zu suchen. Oh. Neue Spezialfähigkeiten. So, von hier sollte es ja jetzt dann genau oben in die Chamber of Sins. Die Frage ist, ob es jetzt in den Katakomben dort noch runtergeht. Ich habe sogar einen Auftrag. Das heißt, die Malagaras Karte ist in der Kriegsscheinkrypta. Das heißt, es ist sinnvoller, zuerst runterzugehen. Weil oben ja dann dieses Map-Device aktiv sein müsste oder verfügbar sein müsste. Ha, ein Unique. Ja, super. Und der versucht auch, sagt gleich wieder Blutung. Ah, ich hasse sowas. Okay, erledigt. Genau, also hier soll ich jetzt die Karte finden. Mal gucken, ob die Krypta dann jetzt nur noch eine Ebene hat oder ob die hier auch zwei Ebenen besitzt. Okay, da gibt es schon einen Ausgang. Dann muss es wohl eine zweite Ebene geben. Sackenfark. Anscheinend gibt es einfach nur mehrere zusammenhängende Bereiche. Oh, hier sind schon diese komischen ältesten Dinger am Rumfliegen. Auf jeden Fall scheint es in dem zweiten Teil noch deutlich mehr große Areas zu geben. Und seine Karte. Bestimmte Karten können nur in den lebhaftesten Innereien geformt werden. Oh, hier gibt es eine Aszendenzprüfung.
Okay. Shine boldly, so that all may find you when the night falls. Okay, dann mache ich jetzt erstmal Geist fertig. Und dann hoffentlich eine neue Gotteskraft zu haben. Vielleicht ist die ja nützlicher beim Kampf gegen Manigaro. Helena? Ach, das Ding ist verschüttet. Na super. Ach, und hier haben sie auch wieder alles vermint. Place that map upon Malagaro's reverie device and remember, hope for the worst. At least then you'll be partially prepared for what's to come. When I was part of Piety's expedition into the Chamber of Sins, I stumbled upon a secret passage. It appears to have been constructed by the Inquisitor for the purpose of conveying his creations from his laboratory via an ancient cave system to the surrounding countryside without detection. These caves seem to feed out into what was once farmland near our former village. Okay, das heißt, ich muss den Schlüssel noch irgendwo in den Kammern dann finden. Ja, Kammer der Sünden. Schauen wir mal, was sich bei dir verändert hat. Nicht viel. Oh, da ist Silk. Da muss ja auch die Monsterspinne sein. Hello to you, great dreamer. Okay, da ist der Seitenpfad und das. Ja, mal gucken, was da ist. Das ist der Kartenapparat. Atlas ist jetzt noch nicht aktiviert, aber immerhin könnte ich jetzt das Ding da schon einsetzen. Das heißt, wahrscheinlich schickt mich der Apparat dann in diese andere Area. Also Silk, dir scheint es doch gar nicht so schlecht zu gehen. Near to us, cast in shadow, a monster awaits. Black Death is his name. A beauteous eight-leg, twisted grotesque by the master of these loathsome halls. I wish to give this eight-leg the merciful peace he deserves, and to save what is still beautiful, the elixir that only Black Death can make. I have climbed the great eight-leg web. I know the eight legs like no other. This eight-leg, this Black Death, is one of the oldest and most fearsome eight legs in all this land and beyond. To its shame, it was made pet, plaything by the malicious master of this place. For years countless, it grew in pain. Aha, das heißt, ich komme da nicht runter, bevor ich nicht die Spinne erledigt habe. Sehr schön. Aha, das heißt, die Spinne ist gar nicht hier. Ich muss erst in dieses Kartending rein. Na, da bin ich ja gespannt. Bleibt der Pfad dann jetzt generell offen? Drei Monster. Die Spinne, Manigaro und noch jemand, oder wie? Ah, da kommt die Spinne. Der schwarze, endlose Tod. Der Tod ist erledigt. Meine Gabe noch lange nicht. Wenn noch eine zweite Spinne in petto hat. Nee, aber ein ja, was auch immer das ist. Skorpionartiges irgendwie. Ach, der Fidelitas. Hey, den kennen wir doch. Nur diesmal in Rot statt in Schwarz. Naja, seine beiden Hilfsmonster sind auf jeden Fall erledigt. Jetzt muss ich nur auf... Oh, Scheiße! Tja, und schon ruft er irgendwelche anderen Viecher. Die sind auf jeden Fall ziemlich schnell.
Ja, da ist sehr hilfreich, wenn dann nach ein paar Sekunden die Flaschen wieder automatisch aufgeladen werden. Also komm, das letzte Viertel geht ja jetzt auch noch. Auf jeden Fall sind die Kämpfe um einiges angenehmer als die vom vierten Akt. Our brutal construction nears completion. And now only the wretched Dodri Darktongue remains. Unlike her compeers, who, in undeath, have yearned for the familiar, Dodri appears drawn to the old wounds of calamity. The cataclysm took San and left much that a parasite like Dodri might enjoy. I shall meet you in San, where I hope you shall make swift and bloody work of that foul hag. So, here bekommst du dein Gift. The black venom! O great dreamer who has done great deeds, I shall see to it that my queen rewards you with honor and mercy when she rises up to claim what is hers. Yes, this elixir, so aged and potent, shall be life-giving draught that she sips upon first waking. It is my gift to her, my wedding gift. Okay, das ist jetzt der Schlüssel für den Übergang. Aber das klingt eher so, als würde Silk bei dem Gott irgendwas wiederbeleben. Der hängt doch bestimmt dann mit der in Verbindung. Naja, gucken wir mal, was im Brückenlager los ist. A temptress and a predator. Vow legends say she crawled up from the blackest of pits during the creation of the world. No, her beginnings were far more mundane. A mortal harlot whose endless lust for loin and lecherous delight saw her transformed into the very image of her dark desires. The Spinner of Shadows, they once called her. She sees herself as a regular goddess of love, and has the romantically forged temple to prove it. That's where you'll find her. Yet there's little romance to the lady herself. At least, I doubt the corpses that now embrace her carapace would think so. Answering the call of a royal invitation, I visited the Spinner of Shadows as an emissary for a small and fragile alliance of gods. Mostly weak deities huddling together in terror of being consumed by their greaters. At this time, Queen Arakali ruled an empire, and so invited me to gaze upon her mighty works with appropriate wonder. If I had looked past this pretense, I may have chanced to see her hidden desire to have me share her bed. For years, I lay trapped in her webbed sheets. Some days she enjoyed my prowess. Other days, we enjoyed each other. Yet this illusion of love and leisure simply veiled the morbid reality that I was not free to leave. I languished under her bewitching spell until the day the spider was betrayed by her own flies and sealed within that temple of her own fevered making. What? He's intending to make matrimony with Arakali? My word, that's quite a story even for Silk. After satiating her carnal desires, she would then quench her divine thirst, draining her erstwhile lover of all bodily fluid. I fear that Silk knows not the true nature of the marriage he so desperately seeks. What you tell me of Silk, this I understand, though I do not want to. I have spent many nights pondering Silk's journey, why he has stepped from the spirit path. Now I know. He has walked into the eight arms of blind lust, Arakali. Silk is a warning to us all. He is trying to take the short trail to greatness, to the story Spirit has made for him. Silk tries to steal his story, but now he holds only a lie. Please, you must find the place where this Arakali sleeps in her web of shadow. You must stop Silk before he wakes her, a mistake that we all will come to regret. The spirit tells me this is so. Okay, da ist jetzt der Übergang. Das ist interessant, das andere hat sich also aufgelöst, weil ich Maligaro besiegt habe, aber nicht wegen dem Schlüssel. Ein Seuchwürger.
Ach, das ist der Durchgang, durch den Palti abgehauen ist. Weil die ist ja auch eigentlich von da irgendwo verschwunden. Aha. Und es gibt noch eine Aszendenzprüfung. Ja, die Apparatur. Und hier, wo Fidelitas im ersten Teil in Erscheinung getreten ist. Und jetzt folge ich Piety dann auf dem Weg, wie sie eigentlich verschwunden ist. Das ist dann jetzt der Wegpunkt, der im ersten Teil noch nicht aktivierbar war, aber an der Stelle schon eingezeichnet. Also zumindest das in den Tunneln, das Teil eingezeichnet war. Das ist jetzt schon der Ausgang. Die aschenden Felder. Alles abgefackelt da oben, oder wie? Ha! Der Weiße ist wieder belebt worden von so einer Nekromanzer. Und hier gibt es noch einen großen Sprung. Das Spannende wird ja sein, von den beiden Göttern, die ich jetzt noch zu erledigen habe, auf jeden Fall, ob einer davon ein großer Gott ist, was ich allerdings hier im Moment nicht annehme. Weil von dem Pantheon, schwer zu sagen. Wie sich die Götter tatsächlich auf die weiteren Gebiete dann verteilen. Das ist die Tausendgesichtige. Bezauberter schrecklicher Wolf. Okay, bei dem Ding ist er jetzt noch nicht so weit ersichtlich, wer eigentlich jetzt die Gegner sind. Beziehungsweise wer alles Gegner sind. Na klar, das sind die beiden Bestien da, aber wer mir hier ständig vor allen Dingen Blutung verursacht, ist echt Schrott. Aber die beiden sind anscheinend erledigt. Und dafür ist jetzt irgendwas Neues aufgetaucht. Grust! Ah, er ist jetzt selber da. Als Fürst des Waldes. Ja, wenn ich nicht mitbekomme, dass ich Blutung habe, dann ist ziemlich gefährlich. Aber wo ist er denn jetzt? Das heißt, der hat die ganzen Banditen jetzt um sich gesammelt. Okay. Den nächste Gott erledigt. When you try to control everything, you ultimately control nothing. Relikesh has never quite been able to grasp that concept. Okay, also er ist auf jeden Fall einer von den Kleinen. Ja, damit kann ich die Blutung weiter vermeiden. Kann nicht geblendet werden, ihr könnt nicht verstümmelt werden. Jetzt ist der Ausgang offen zum Nordwald. Na, dann gucken wir doch mal, was jetzt hier noch gemacht werden kann. Ach so, dann ist das andere hier jetzt wahrscheinlich immer noch der Eingang zu diesem Wald, wo auch diese Springbären da waren. Das Dickicht des Grauens. Schauen wir mal, wer da jetzt drin ist. Akalis Schrein. Ich hätte ja gedacht, dass es da oben ist.
Höhle der Verzweiflung. Gibt sogar noch eine weitere Verbindung. Into the most dreaded of thickets you must go, I'm afraid. For there Grothkull the Despairing sulks and schemes. The Vow laid waste to her kingdom and placed her slaughtered children at her feet. Grief enveloped Grothkull, transformed her, flooded her mind with a singular thought. To share her suffering with those who had murdered her daughters. Though she has returned, her sanity has not. There is no fury like a mother bereaved. Also gibt's jetzt noch einen Gott an der Stelle. I wonder if Grothkull would still grieve for her children if she knew the truth. The Spinner of Shadows had no aspirations until Grothkull's daughters plotted against her. They saw her power over the people, her miraculous potions, her intoxicating lusts. They feared Arakali, thought she might threaten their legacy. Yet that's the curious thing about spiders. They only leave their web when you force them to. Young Lily, she were fascinated by Kishara's star. Said to be fair humming with thaumaturgy, able to guide its mistress wherever she be fixing to journey. Legend has it, Kishara got herself in some hot water with a certain Queen Adziri. Details are vague as to exactly how, but by all accounts, Adziri weren't the most understanding of lasses. Kishara, being the free-spirited sort, probably just pricked the royal ass with some spiky facts from the outside world. Almost lost her head for her trouble, Kishara. Adziri took a ship and made sacrifices of her crew, forced the poor girlie into hiding. You truly are a hero of the modern age, succeeding where even the ancient Vaal could not. I must say I'm really quite relieved. For a while there I feared we were headed towards another theocratic dictatorship. Exile allowed me to be free of one. I had no wish to experience another. Queen Grothkull fled north, eventually finding respite amongst the refugees of her own shattered realm. Yet these loyalists saw their own queen as a weapon, a tool for vengeance. They nurtured her pain, transfiguring sorrow into hatred, hatred into violence. Like a grizzled bear, Grothkull descended into animalism and ferocity. Yet her caretakers foolishly underestimated the agony their bereaved queen harbored in her heart. Like a bear caught in a trap, Grothkull wrenched free of her human loyalties and slew her followers to the last woman and child. Through devastation, Grothkull ascended to divinity. There's an Asmeri shrine tucked away in the northern forest. Groost took me there. Told me it was a memorial to those who had gone before him, a place where their spirits could rest. When he passed, he wanted his remains to be laid to rest with the bones of his people. His body, I find it difficult to even think about it, but I doubt it will ever be recovered. Yet there might still be a way. He gave me his necklace, the fangs he earned when he rose from boyhood to manhood, handed it to me for safekeeping only moments before Relakish. It's almost as if he knew what was to come. Please, could you deliver this necklace to the shrine for me? Put Groost's spirit to rest? I would do it myself, but the journey to the northern forest is not what it was. These lands have changed, and not for the better. You are like the frog that strikes the fly faster than I can see. No, carry your bright bugs to Arakali's gate. We will meet there and brew our fire dew. Not here. Too much to burn. Too many to make blind. Ja, dann gibt es jetzt plötzlich noch einige Aufgaben. Königin der Verzweiflung. Im Andenken an Ghost. Okay, das muss ich da drin nochmal machen. Da gibt es den Tempel. Oder halt den Schrein dann. Kishara Stern. Mhm. Und die sieben Glühwürmchen. Also gehe ich erstmal jetzt eins tiefer und schau mal an, was da unten jetzt. Da müsste ja eigentlich
Akalis dann sein. Höhle der Verzweiflung. Ah, das ist bloß eine Area. Ah, das heißt, ich habe jetzt schon drei von den Verzweiflungsdingern in mir. Und was bedeutet das? Was schwächen die jetzt im Moment? Er leidet mehr Schaden. Okay, das heißt, ich kriege dann nach und nach Probleme. Sollte ich mich langsam bemühen, sie doch ein bisschen schneller zu erledigen. Ach, das ist jedes Mal, wenn sie ihren Rundruf ausstößt. Okay, das hat mit den Treffern nichts zu tun, sondern das ist einfach nur jedes Mal, wenn sie den Rundruf macht, der wahrscheinlich einfach durch die Lebensenergie getriggert wird. Gut. Nächster Gott abgeschlossen. The tragedy is that our world, our kind, may turn something as pure and honorable as a mother's love into such a vicious weapon of wrath and butchery. I only hope that Grathkul will find her children, happy in her arms, in the realms beyond. Von Grathkul. 1% physische Schadensminderung für jeden kürzlich erhaltenen Treffer ist 5%. Was sind das für kleine Rotrücken? Oh, ein Tunnelwurm. Tötet einzigartige Monster, Tunnelwurm abgeschlossen. Okay. Wie viele habe ich denn davon noch? Okay, von der Reihenfolge von oben nach unten habe ich sie inzwischen alle erwischt. Das heißt, die anderen kommen wahrscheinlich später. Ja, was ist das? Eine Wahl-Area, die ich nicht machen kann. I feel I have failed my poor Grust, not being able to return his bones to the resting place of his people. Still, we have done all we could, considering the circumstances. Grust was a practical man at heart, he would understand. Journey well. Ja, für die Sachen ist gar nicht wirklich vorgegeben, wo das jetzt stattfindet. Aber mal gucken, bestimmt ist der Tempel irgendwo dann da drüben. Feuervogel. Die Stadt der Wahl, super. Hier aus geht sie dann eh nach Saan. Und deswegen habe ich hier jetzt noch das Stück Stadt der Wahl und dann irgendwas. Und dann mal gucken. Na, beim letzten Mal bin ich da rüber gekommen. Und jetzt bin ich auf der Seite. Aha, die Spinnen sind jetzt schon die Töchter Akalis. Es erinnert auf jeden Fall auch wieder an die Map mit der Wahlkönigin irgendwas. Das heißt, einige Maps haben sie dann letztlich schon das Layout vorgegriffen von dem, was jetzt hier in der Erweiterung ist. Oder umgekehrt. Sie haben das Layout von den Maps dann letztlich hierfür verwendet, um sie tatsächlich in die Welt einzufügen. Das ist natürlich spannend, inwieweit die einzelnen Maps tatsächlich einen theoretischen Platz in der Welt haben.
ersten Kartenelemente. Ja, wahrscheinlich kann ich jetzt auch dann bald die ersten Kartendrops finden. Mal schauen. Your soft whispers beneath earth tingle my skin, like breath of laughter against my loins. I sleep not. I hear your name inside my skull. Arakali. No name tasted so sweet on my tongue. Sweet Arakali, I have found your altar. I will speak the call. I will return you to beauty. I will raise you from black pits of despair, and together we shall rule Rayclast in glory. Forever. Fireflies, so bright and juicy with flame. Now for the right. I warn you, stand back and be not afraid of what you see. And be not afraid for me. The spirit guides and protects. Though I may change, I shall still be, will always be, Yina. Feuerfuchs. Abgründige Tiefen. Oh mein Gott, das erste Mal. Na, da bin ich ja mal gespannt, was mich da unten noch erwartet jetzt. Mal gucken, wie lange ich da unten bestehen kann. Erster Abgrund in den Abgrund. Da bricht die Wand ein. Okay, da kommt dann der Bosskampf gegen das eigentliche schwierige Monster. Also dann mal schauen, ob ich eine Chance habe gegen das Bossmonster von so einem Abgrund. Oh, 1 Minute 20, super. Danach passiert was. Düsternes Pilz. Mensch, komm schon. Am Anfang hat es doch jetzt schon so gut geklappt gehabt. Ja! Ich habe eine abgründige Tiefe abgeschlossen. In den letzten Sekunden.
heißt es nur noch überleben. Also dann, jetzt geht's bloß noch den Tempel der Vergänglichkeit abzuschließen. Dann dürfte der 7. Akt bald abgeschlossen sein. Ja, sehr schön. Level auf hat auch geklappt. Ja, da gab es auf jeden Fall auch eine Map, die das schon vorweggenommen hat. Das dann nicht schon wieder für einer. Klinge der Zerstörung. Okay, und ein Wächter. Ha. Töte einzigartige Monster. Noch eins erledigt. Noch ein Abgrund. Schon wieder. Und ich darf schon wieder nach unten. Na, dann mal schauen, ob es wieder 1 Minute 20 ist. Oder ob da auch andere Endkämpfe stattfinden. Scheiße. Ja. Alle schon gestorben? Super. So, mal gucken, ist hier jetzt eine Spinne dabei? Hm. Mal sehen, ob es eine Hauptgottheit ist. Dann bin ich ja mal gespannt, was sie jetzt alles aufzubieten hat. Also, auf zum letzten Kampf wahrscheinlich heute. My bride has arrived, Exile. I hope you brought a wedding gift. Scheiße. Ey, verdammt! Da! Was hat er jetzt mit ihr ihm gemacht? Ey!
Sonst kommt sie von der anderen Seite. Oh. Ja, das ist wieder ein Kampf. Da muss man erstmal rausfinden, welche Machenschaften die so alles drin hat. Und von wo man hier überall dann überrollt wird. Okay, aber das war's gleich. Zumindest wenn sie jetzt nicht noch eine zweite Form hat. Ja. Okay. Aber das heißt, Silk ist mal wieder auch nicht gerettet worden. You hear that? No? It is spirit singing as does the fly who escapes the web. Yes, it is most happy with us. And with your strange friend there too. He is a god. Yes, I can see that much. But why he helps you? Of all questions, that one you must have answered to. Many an artist of Esmerian descent has engaged in the sad worship of that sultry arachnid. But you looked in those hypnotic eyes and then ripped them out. She lies in her bed of sordid memory, alone. A little of the spider yet creeps and crawls in my palm. A touch more power for my subduer of gods. Okay, es ist eine neue großer von Schaden über Zeit, 10% bei den Tränen Blitzschaden zu vermeiden. Plus 25% Chaoswiderstand. Okay, also der Akt ist schon vorhanden. Deswegen kann ich jetzt auch erstmal weiterlaufen. Und dann zum Camp zurückkehren. Naja, natürlich bin ich noch nicht direkt im Lager von Saan angekommen. Auch gut. Gut, dann erstmal zurück zur Brücke und schauen, was jetzt eigentlich genau bei denen noch los ist. Poor Silk. Like so many before him, Silk succumbed to a most insidious disease. Ambition. That craving for greatness. An irresistible compulsion to leave one's mark on the world. There's another name for marks like that. Scars. While they were highly advanced in their technology, the Vaal were rather brutish in their social practices. I find it rather baffling to think of the Vaal as a people who believed in science and progress, and yet constructed elaborate sacrificial altars in the centers of their cities. I miss my friend. Silk knew the spirit as I did. We would talk, understand it, together. Now there is no one but me. Naja, also auch in dem Akt ist wieder einer verloren gegangen. Beziehungsweise eigentlich sogar ja zwei. Weil Ghost und Silk sind beide den neuen Göttern zum Opfern gefallen. Aber gut. Dann geht's beim nächsten Mal in Akt 8 weiter. Wenn es dann wieder zu Saan geht. Mal gucken vom Vergleich her. Okay, also darüber dann zwar, aber diesmal starte ich dann da unten. Hier ist zumindest die Karte ziemlich der gleiche. Mal gucken, durch welche Gefilde es mich dann führt und wo es dann weitergeht. Also, soweit für heute. Mal wieder von Paths of Exile. Sind ja jetzt nur noch ein knapper Monat irgendwie für die Abyss League. Und ja, auf jeden Fall will ich die nächsten drei Akte noch dann bis dahin abschließen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!